In ihrem Urlaub erkunden die beiden Freundinnen Emma und Dani mit dem Auto das schottische Hochmoor. Sie sind schon eine Weile mit dem Auto unterwegs, als am späten Abend ein Gewitter aufzieht und prasselnder Regen die Sicht auf die einsamen und im Dunkel liegenden Landstraßen des Hochmoors erschwert. Als auch noch das Navi ihres PKWs ausfällt, befürchten die beiden, sich vollkommen verfahren zu haben. Ich kann überhaupt nicht mehr sehen, wo die Straße ist. Wo sind wir hier bloß, Emma? Och, ich hab keine Ahnung, Dani. Bei dem Unwetter funktioniert auf einmal das blöde Navi nicht mehr. Und mit dem Handy ist es auch hoffnungslos. Kein Empfang. Absolut tot. Oh nein, nicht auch das noch. Oh, die Tankanzeige. Wir fahren nur noch auf Reserve. Wo sollen wir hier in dieser gottverlassenen Gegend jetzt eine Tankstelle finden? Ich halte mal eben an. Handschuhfach ist eine alte Straßenkarte. Und? Wir dürften in der Umgebung von Black Hill sein. Die nächste Tankstelle ist wohl aber erst in der nächsten Ortschaft. 80 Kilometer entfernt. Ach, bis dahin schaffen wir es vielleicht nicht mehr. Was ist denn das? Was denn? Na, da vorne am Horizont. Sieh mal, da scheint ein Licht. Ja, du, das könnte ein Haus sein. Los, da fahren wir jetzt hin. Vielleicht kann man uns da helfen. Erwartungsvoll steuern die beiden Freundinnen zielsicher auf das Licht am fernen Horizont zu, als sie im strömenden Regen schließlich vor der Tür eines halb verfallenen Landhauses parken. Vollkommen durchnässt und fröstelnd klopfen und schellen die beiden eine gefühlte Ewigkeit an der Tür des Landhauses, bis ihnen schließlich ein verwahrlost und etwas unheimlich dreinblickender älterer Herr die Türe öffnet. Ja, was wollt ihr? Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie zu dieser späten Stunde belästigen, Sir. Wir haben uns verfahren und uns geht das Benzin aus. Wären Sie wohl so freundlich, uns beide bei Ihnen für die Nacht unterzubringen? Selbstverständlich zahlen wir auch dafür. Sehe ich etwa aus wie das Hilton Hotel? Ach, bitte, Sir. Wollen Sie denn wirklich zwei junge Damen bei diesem Unwetter draußen im Wagen schlafen lassen? Na gut, dann tretet ein. Soll niemand dem alten Hollock nachsagen, er hätte zwei Damen in Not nicht geholfen. Es ist schon lange her, dass dieses Haus Gäste beherbergte. In die Gegend hier verirrt sich nur selten jemand. Und auf Gäste ist das alte Gemäuer nicht vorbereitet. Ich habe euch nichts anzubieten, außer das Zimmer meiner Schwester im Obergeschoss. Ist Ihre Schwester nicht zu Hause? Die gute alte Daisy ist erst vor 2 Wochen gestorben. Und sie wird nun sicher nichts mehr dagegen haben, wenn jemand ihr Zimmer bewohnt. Wir sollen im Zimmer einer Toten übernachten? Wollt ihr doch lieber ins Hilton? Nein, danke, Mr. Horlock. Das Zimmer Ihrer Schwester ist absolut in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte, meine Freundin. Wir sind nur von der langen Fahrt strapaziert und todmüde. So, hier wären wir. Das Zimmer meiner Schwester. Na, das sieht doch ganz gemütlich aus. Das Bett ist sogar noch relativ frisch bezogen. Ach, Mr. Horlock, das Benzin geht uns aus und bis zur nächsten Tankstelle würden wir es morgen wohl nicht mehr schaffen. Können Sie uns wohl mit Benzin aushelfen? Ja, gleich morgen früh fülle ich euch etwas Benzin auf. Damit solltet ihr dann bis zur nächsten Tankstelle in Stanley kommen. Oh, danke, Mr. Horlock. Ich wünsche eine gute Nacht. Nur noch eins. Lasst euch nicht einfallen, in der Nacht durch dieses alte Gemäuer zu schleichen. Hier spukt es doch wohl nicht. Spuken? Spuk? Oh ja. Und Werwölfe, Vampire und sogar Marsmenschen gibt es hier auch. Oh. Habt ihr mir nicht zugehört? Das Haus ist alt. Überall steckt der Holzwurm drin. Im Boden klaffen Löcher und der Putz rieselt von der Decke.
Wir wollen doch nicht, dass euch noch etwas passiert. Keine Sorge, Mr. Horlock. Wir gehen gleich zu Bett und schlafen bis zum Morgen durch. Das will ich euch auch geraten haben. Also gute Nacht. Also dieser Mr. Horlock ist ein ziemlich unheimlicher Zeitgenosse. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Naja, Emma. Nur sind wir dem ja gerade schon im Dunkeln begegnet. Ja, da hast du allerdings recht. Wir sehen zu, dass wir gleich morgen früh von hier wegkommen. Aber jetzt wird erstmal geschlafen. Oh, ich bin todmüde. Mir fallen auch schon die Augen zu. Ich schlafe bestimmt wie ein Stein. Trotz des tobenden Unwetters, welches mit prasselndem Regen gegen die Fenster klopft, schlafen die jungen Frauen augenblicklich ein. Doch mitten in der Nacht wird Emma plötzlich wach und rüttelt am Arm ihrer Freundin. Dani, wach auf! Dani, jetzt wach doch auf! Emma, was ist denn? Ich will schlafen. Dani, da draußen im Hof... Da ist der Horlock und verbuddelt irgendwas. Ich glaube, es sind Särge. Särge? Du spinnst doch. Dann sieh doch selbst. Hier am Fenster. Wo? Ich sehe nichts. Warte einen Moment, bis die Blitze wieder zucken. Dann kannst du den alten Horlock im Hof graben sehen. Ja! Mein Gott, der buddelt ja wirklich da draußen. Und neben ihm liegen zwei große Holzkisten. Sag ich doch. Das sind bestimmt Särge. Du, und wenn die für uns bestimmt sind... Jetzt erzähl bloß keinen Quatsch, Emma. Dani, ich will hier weg. Lass uns schnell runter ins Auto und dann nichts wie weg hier. Wir haben aber kaum noch Benzin im Tank und sind hier mitten im Nirgendwo. Wo sollen wir denn hin? Das ist mir ganz egal. Hauptsache nur weg von hier. Soweit es eben geht. Okay, dann schnell angezogen und dann schleichen wir uns aus dem Haus raus. Meine Schuhe. Ich finde meine Schuhe nicht. Ah, da sind sie ja. Leise jetzt, Emma. Ich öffne die Tür, dann langsam die Treppe runter und wenn wir draußen sind, dann schnell zum Auto. Hoffentlich verrät uns das Knarren der Dielen nicht. Leise. Jetzt die Treppe runter. Leise. Was ist das? Das ist Horlock. Er ist wieder im Haus. Hört sich so an, als wenn er in der Küche zugange wäre. Egal, weiter jetzt. Da ist die Tür. Nur noch ein paar Stufen. Ah, Dani, hilf mir! Ich hänge mit dem Bein fest. Die Treppenstufe unter mir ist zusammengebrochen. Was ist denn los? Ich kann dein Bein nicht rausziehen. Mach schon, Dani. Zieh es raus. Ich höre Horlock kommen. Was ist hier los? Mit einem blutverschmierten Fleischerbeil und ebenso blutdurchtränkter Schürze steht der alte Horlock vor den beiden vor Angst erstarrten Freundinnen. Die Blitze des draußen tobenden Unwetters legen das Gesicht Horlocks in ein unheilvolles Schauspiel aus Licht und Schatten, während ein paar Tropfen Blutperlen von der Klinge des Fleischerbeils auf den Boden tropfen. Oh, bitte, Mr. Horlock, bitte töten Sie uns nicht! Habt ihr zwei jetzt völlig den Verstand verloren? Ich hab euch doch gesagt, dass ihr hier nicht herumschleichen sollt. Ja, damit wir nicht mitbekommen, welches Unwesen sie hier treiben. Unwesen? Wir haben gesehen, wie sie im Hinterhof Särge verbuddeln wollen. Särge? Ja, da liegen zwei große Holzkisten draußen. Wahrscheinlich sind die für uns. Mädchen, da drin ist Fisch. Wie bitte? Fisch? Ja. Fisch. Hier oben im Hochmoor vergraben wir zum Beispiel Fleisch und Fisch, weil es im Moor sehr lange konserviert bleibt. Der Fisch ist zudem eine beliebte Delikatesse hier oben. Man nennt es auch Gammelhai, welches meine Vorfahren aus Island hierher nach Schottland brachten. Und entschuldigt bitte meinen Aufzug, meine Damen. Ich war gerade in der Küche beim Zerlegen des Fischs.
Und dafür zieht man sicher nicht seinen besten Sonntagsanzug an, nicht wahr? Und das müssen Sie mitten in der Nacht machen? Wie ich schon sagte, ist meine Schwester Daisy vor 2 Wochen verstorben. Sie hat das Gut hier ganz allein betrieben und konnte nicht mehr viel am Haus und auf dem Land machen. Mit ihrem Tod ging das Gut, das Land und die Verantwortung dafür an mich. Und wie ihr seht, ist hier eine ganze Menge zu tun. Und wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber jetzt hole ich Sie erstmal aus Ihrer misslichen Lage heraus, Emma. Oh, danke, Mr. Hollock. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie beide so sehr erschreckt haben muss, aber nun begleite ich Sie auf Ihr Zimmer und dann können Sie sich auch gerne ausschlafen. Ich werde Ruhe geben und Sie nicht stören. Sehen Sie, das Unwetter hat auch aufgehört und die Sonne ist auch schon aus ihrem Schlaf erwacht und begrüßt den herrlichen Morgen. Erleichtert fielen Emma und Danny ins Bett und schliefen bis zum Nachmittag durch. Der alte Hollock tischte den beiden Freundinnen noch ein verspätetes und reichhaltiges Frühstück auf und man plauderte noch eine Weile über Gott und die Welt. Mit dem Handy machte man noch ein paar gemeinsame Fotos, bevor die jungen Frauen mit einem frisch aufgefüllten Benzintank ihre Reise durch das schottische Hochmoor fortsetzten.